Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Was hat der Bioladen mit deinem Seelenplan zu tun? Ja, darüber möchte ich dir mal gerade so ein paar Impulse schenken, denn ich bin hier schon auf dem Sprung eigentlich, muss mich kurz fassen. Heute Morgen schon mit unserer Tochter laufen, komme gerade frisch geduscht aus dem Badezimmer, Haare sind aber jetzt schon trocken. Und ja, fahre mit meiner Tochter gleich los. Ein paar Einkäufe tätigen, was wir noch so brauchen, wenn es nächste Woche denn losgeht, in warme Gefilde. Und ja, wir fahren da unter anderem um die Ecke in unseren Bioladen noch ein paar Dinge einkaufen. Und so komme ich jetzt so auch auf dieses Thema, was ich mal gerade so mit dir teilen möchte, was der Seelenplan denn mit dem Bioladen zu tun hat oder der Bioladen mit deinem Seelenplan. Ich habe mir früher im Grunde genommen gewünscht, nur im Bioladen einkaufen zu können. Konnte ich natürlich nicht, weil das Portemonnaie das nicht hergegeben hat. So ein paar Dinge habe ich dann immer so abgezwackt, die ich dann doch im Bioladen gekauft habe, aber ja, der Großteil natürlich sonst wo. Aber es war irgendwo so mein Wunsch. Nicht nur, vielleicht kennst du das, weil ich einfach auch diese Energie in diesen Bioläden, vor allem in den kleineren Bioläden, liebe. Da herrscht, also ich bin ja ziemlich sensibel in der Richtung, vielleicht kennst du das auch, vielleicht bist du auch sehr sensibel und fühlend und kannst Energien wahrnehmen. Also ich habe zum einen diese Energie da geliebt, da reinzugehen, und deshalb schon alleine hätte ich gerne da immer so meinen Wocheneinkauf gemacht. Gut, Wocheneinkauf brauchen wir jetzt in dem Stil bei uns nicht mehr zu machen, weil wir einfach auch viel unterwegs sind und so. Aber damals, als ich noch so den klassischen Wocheneinkauf gemacht habe, hätte ich mir das schon gewünscht, da einfach in diesem Bioladen alles einzukaufen. Aber mein Portemonnaie hat es nicht hergegeben. Und das andere ist, nicht nur dieser Wunsch, mehr in diese Energie abzutauchen und diese Lebensmittel, was ja doch mehr Lebensmittel sind im Sinne von Mittel zum Leben, als das, was man einfach so oftmals oder meist in Supermärkten, in Billigsupermärkten bekommt. Das sind mehr Füllstoffe für den Körper. Und da sind wir bei dem Thema der Körper. Das ist der Tempel, in dem unsere Seele wohnt. Und schau mal, was für ein faszinierendes Instrument an Körper jeder von uns hier geschenkt bekommen hat im jetzigen Leben. Und unser Körper weiß zu jedem Zeitpunkt ganz genau, unsere Zellen, unsere Organe, was zu tun ist. Ohne dass wir uns darüber Gedanken machen. Ohne dass wir da in den Mangel gehen, wie wir beim Geld zum Beispiel sind. Und ohne dass wir ja da irgendwo gedanklich, mental Einfluss nehmen müssen. Also liebe Leber, jetzt hast du das zu tun, liebe Galle, jetzt hast du das zu tun, lieber Magen, jetzt hast du das zu tun, sondern das geschieht einfach. Und schau mal, was für ein Wunderwerk unser Körper, dein Körper ist. Und hat er es da nicht eigentlich verdient, dass er von dir als Mensch, du in diesem Körper wohnst, wir haben alle nur diesen einen Körper in diesem Leben. Es gibt keinen zweiten. Wenn der Körper aufgebraucht ist, ist er aufgebraucht, um es mal so auszudrücken. Hallo, liebe Nicole, guten Morgen. Wir haben nur diesen einen Körper, und hat er nicht wirklich das Allerallerbeste verdient, dass du ihm das Allerbeste gönnst? Wirklich das Allerbeste an Lebensmitteln, an Mittel zum Leben? Gegebenenfalls auch noch an Nahrungsergänzungsmitteln, die jetzt wirklich eine wunderbare Qualität haben, die bestenfalls Rohkostqualität haben, die nicht in irgendwelchen Plastikhüllen eingekapselt sind oder transportiert werden und. Hat unser Körper das nicht verdient? Und schau mal,
Da sind wir wieder bei dem lieben Thema Geld, weil ich habe ja die Woche so meine Umsatzzahl, die ersten 26 Tage im November hier gepostet und da ist einfach noch mal klar oder deutlich geworden, wie viele Menschen einfach ein Problem mit dem lieben Thema Geld haben. Dabei ist Geld ja auch eine Energie, wie alles andere eine große Energie ist. Nur da kommen wir plötzlich auf die Idee zu sagen, je nachdem, wo die Prägung ist, entweder wir gestehen uns nicht ein, dass wir gerne mehr Geld hätten. Das sind dann, ja, dazu gehörte ich auch mal eine Weile, wenn ich so zurückdenke an mein früheres Leben. Ich gab auch Zeiten, wo ich stolz drauf war, mit wenig Geld auszukommen. Was ich da alles machen konnte mit wenig Geld, geht auch. Aber letzten Endes, wenn ich ehrlich auch damals schon zu mir gewesen wäre, ich hätte schon gerne mehr Geld gehabt. Mein Wunsch war es einfach immer, dass Geld einfach immer da ist. Und wenn ich Lust habe, wie jetzt, um die Ecke zu fahren und im Bioladen, nur im Bioladen einzukaufen und sonst nirgendwo, dass ich dann halt einfach die Dinge kaufe, die ich haben möchte, an die Kasse gehe, bezahle und Thema ist erledigt, ohne mir Gedanken drum zu machen, zahle ich da jetzt 100 € oder 200 €, egal. Oder das Thema hatte ich gestern mit einer Klientin, wo es überhaupt ums Einkaufen geht, dass ich einfach einkaufen gehe, selbst wenn es Kleider sind, einfach mal schaue, in ein Geschäft reingehe, wo ich weiß, die haben Kleider, die irgendwie liebevoll hergestellt sind, in einer guten Qualität, aus Stoffen, die nicht voller Chemie behandelt sind, die von Menschen hergestellt wurden, die liebevoll mit diesen Stoffen umgegangen sind und dass ich einfach schaue, welches Kleid gefällt mir und an die Kasse gehe und dort bezahle, ohne vorher überhaupt auf den Preis zu gucken. Das ist im Grunde genommen nichts anderes, wie wir jetzt atmen. Wir atmen diese Lebensenergie. Diesen Sauerstoff atmen wir ja auch einfach ein, haben wir auch keine Prägung dazu, dass da könnte morgen nicht genug Sauerstoff da sein. Nur mit dem Geld, mit dieser Geldenergie, da haben wir einfach so die Prägungen. Und jetzt sind wir nochmal beim Körper. Unser Körper ist doch wirklich so der Tempel, in dem unsere Seele wohnt. Dieser jetzige Körper im jetzigen Leben, wenn der aufgebraucht ist, dann ist es vorbei. Und deshalb geht es doch darum, selbst wenn du sonst nichts anderes machen möchtest, wenn du weder soziale Projekte, was mir ja noch so am Herzen liegt, noch sonst irgendetwas mit dem Geld machen möchtest, dann erlaub dir doch wenigstens für deinen Körper gut zu sorgen und unter den Aspekten zu schauen, was deinem Herzen, deiner Seele entspricht und damit einhergehend auch die Geldthemen zu heilen, damit du einfach auch da in die Fülle kommst. Wie beim Atmen des Sauerstoffs, da bist du auch in der Fülle. Je nachdem, in welcher Konstitution dein Körper ist, gibt es eine kleine Einschränkung. Denn je nachdem, wie sehr wir in diesem Korsett, in diesem Mangelkorsett auch, ich nenne es jetzt mal so als Mangelkorsett, schon drin gefangen sind, voller Ängste, voller Mangeldenken, voller Begrenzungen, wie wir da so schön auch sagen, wie im Volksmund, vor Angst stockt der Atem, dann sind wir dazu geneigt, ganz, ganz flach zu atmen und überhaupt nur so minimale Lebensenergie und Sauerstoff zu uns zu nehmen, die gerade reicht zum Überleben, die den Körper natürlich auch nicht komplett versorgt, wie er versorgt werden möchte, auch mit Sauerstoff. Ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber im Hinblick auf Lebensmittel, Mittel zum Leben für deinen Körper, wo deine Seele wohnt, den du nur jetzt ein einziges Mal hast in diesem Leben, wäre das dann nicht wenigstens ein Punkt, wo du das Thema Geldenergie heilen solltest und könntest und aufhörst, dir zu erzählen, wie ich es ja früher auch mal gemacht habe, ja, brauche ich nicht oder wenn ich mir da ab und zu nur mal was an biologischer Ernährung gönne, dann reicht das auch und oder mir sogar eingeredet habe,
weil man ja auch da in den Medien manchmal Berichte hört, ist Bio wirklich das Beste für den Körper? Andere Produkte, die man kaufen kann, sind die nicht genauso gut? Also ich kenne das nur so gut aus meinem Leben früher. Und deshalb sind wir es nicht eigentlich unserem Körper schuldig, das Allerallerbeste ihm zu gönnen, auch im Hinblick auf Nahrung. Und da sind wir auch einfach nochmal bei dem Geldthema. Wenn du dir erlaubst, dein Geldthema in die Heilung zu bringen, dass es ganz natürlich ist, dass Geld zu dir fließt. So wie jetzt ständig Atemzug für Atemzug auch diese Lebensenergie zu dir fließt. Dass so Atemzug für Atemzug, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky, aber unter dem Aspekt, dass wirklich alles eine große Energie ist, dass auch so Geldenergie zu dir fließt. Wie würdest du dich in deinem Körper dann fühlen? Wie würde deine Seele sich da fühlen? Und das immer so bei diesem Kontext Körper, Geist, Seele. Wenn du dein Geldthema geheilt hast, dann kannst du dir das erlauben, das Allerbeste für deinen Körper. Und das ist auch für dich möglich. Und deshalb an dieser Stelle hier nochmal, Sonntagmorgen, 10 Uhr, komm zu mir hier in die Gruppe, koch dir einen leckeren Kaffee, ich werde mir auch eine Tasse Kaffee holen. Oder einen Tee, weiß ich noch nicht. Bin ja auch mehr so ein Fan von Tee inzwischen. Einfach auch aus ja, gesundheitlichen Aspekten. Also eine Tasse Kaffee trinke ich mal noch, aber in erster Linie doch Tee. Mal schauen, was ich am Sonntagmorgen hier trinken werde. Um 10 Uhr bin ich live hier in der Gruppe und dann erfährst du, wie auch du wirklich dein Thema zu Geld heilen kannst. Dass du dir das Allerbeste einfach gönnen kannst und wenn es nur ist, die allerbeste Nahrung im Hinblick auf Lebensmittel, im Hinblick auf Mittel zum Leben, was dein Körper einfach braucht, im Hinblick auf eine gute Kleidung, wo dich wirklich wohlfühlst, wo dein Körper sich wirklich wohlfühlt und gerne natürlich auch noch mehr. Also, Sonntagmorgen 10 Uhr, sei hier live dabei, da werde ich dir bei einer Tasse Tee oder bei einer Tasse Kaffee alles Weitere verraten. Okay, hab noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.